So, guten Tag erneut an die Damen. Wir sind auf Twitch und auf YouTube. Mein Gott, irgendwann wird es zur Gewohnheit. Ja, wir machen wieder weiter mit Mega Man X Dive. Man wird sehen, Charakter und Waffe und insbesondere der Chip sind etwas gelevelt worden. Ich habe vielleicht ein paar Mal Bit besiegt. Und ja, mal gucken, wie wir jetzt weiterkommen. Würden etwas stärker sein. Bin auch nicht extrem. Ja, sag ich ja. Wir sind immer noch unter Level. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Aber naja. Okay, wir sind nie durch eine Tür durchgegangen, aber das ist offensichtlich gerne. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt unser Gift-Attribut ordentlich mitgelevelt. Ja, solange es bei den Gegnern bleibt, ist es in Ordnung. Okay. Ist natürlich trotzdem einfach nur eine Wand. Ah ja, neue Gegner. Haben wir das in einem... Naja, wobei, ja, so langsam wird es auch ein bisschen diverser, was die Herkünfte der Gegner angeht. Ein bisschen. Noch nicht extrem, aber es wird besser. Mensch, was für eine spannende Arena. Ach, komm schon. Okay. Ja, wird schon nichts mehr mit den 30%. Wenn ich das Level noch nicht kenne, gehe ich da allerdings auch ein bisschen. Aha. Einfach nur warten. Ich glaube, ob es... Unbedacht daran. Warum ist denn da jetzt kein Fragment? Oben meint sich, ich hab's gesehen. Oh, eine Arena. Ob jetzt Gegner von oben runterfallen werden? Ich bin gespannt. Oh mein Gott, es kommen Gegner von oben. Und diesmal wurde ich sogar mal vorgewarnt. Na danke. Sollte jetzt auch noch nicht der letzte Kampf sein. Auch interessant, wie diese heilenden Mythos jetzt einfach so mit runterkommen. Völlig egal, ob die da jetzt irgendeinen konkreten Gegner heilen. Das war einfach nur damals im Flamemouth Level relevant und jetzt danach wird es halt einfach vergessen, dass man mal so eine Gegnerkombination hatte, weil man uns jetzt offensichtlich einfach nur noch mit Gegnern abspeisen möchte. Okay, wir müssen einfach außen rum. Außen rum da oben irgendwo rein. Ist ja auch kein Weltuntergang. Okay.
Ja, da sieht man das Fan. Es gibt inzwischen halt. Das ist so kraftvoll, dass bei manchen Gegnern ein Tick reicht und schon. Was das? Warum hat dieser Gegner jetzt diese Plattform bewegt? Ja, sieht halt nicht so gut aus gerade. Von der Zeit her passt das eh nicht mehr, aber ich will trotzdem geschaut haben. Okay. Dann Ende und gleich nochmal. Also stärketechnisch kommen wir ja aktuell ganz gut durch die Level durch, aber ich habe trotzdem, ja. Ich habe trotzdem das Gefühl, wir würden in der Herausforderung im vorherigen Gebiet immer noch nicht besser dastehen. Die haben wir alle. Also müssen wir uns da nur noch einmal durchboxen. Im Übrigen habe ich unsere Nebenfähigkeiten mal ausgetestet. Das eine ist einfach nur ein Hieb direkt vor uns und das andere ist wieder ein Sturm durch die Luft. So haben wir auch mit diesem Charakter wieder die nötige Mobilität. Wieder Verfolgerraketen. Exakt dieselben wie schon zigmal vorher. Da braucht man mir aber auch nicht sagen, jetzt halt fürs Telefon, da geht nicht so viel. Man hat diese ganzen Levelstrukturen hier auch einbauen können und da war es auch kein Problem. Da hätte man auch ein paar mehr Projektiltypen einbauen können. Auch für solche Projektile. Schön, dass der Gifteffekt einfach auch durch Wände teilweise durchgeht. Ja, danke für den Gegner da oben, der meine Zielfähigkeit beeinträchtigt. Wirklich toll. Sehr gelungen. Ich glaube, wir müssen die 30% gerade noch so haben. Weil ich nicht weiß, ob ich das gerade noch so weitermachen möchte. So, das mit den zeitlichen Grenzen wird halt auch nicht einfacher, wenn die Arenen ewig brauchen. Entweder ist es viel zu schnell auf einmal oder du wartest halt. Teilweise ewig.
Immer wieder muss ich erstmal nach rechts oben schauen, um mich zu vergewissern, bin ich denn überhaupt noch im Kampf oder kann ich schon weitergehen? Man merkt's noch nicht. Okay, jetzt definitiv nichts mehr. Und nochmal. Jetzt dürften wir zumindest die Zeitherausforderung schon mal geschafft haben. Ja. Stufenanstieg. Bitte so viel. Ja. Lass mich nochmal probieren, komm. Da ist mir auch bei Bittern immer mehr aufgefallen, wie viele Ladezeiten dazwischen sind. Ist zwar, wenn man nebenher ist, ganz praktisch. Aber wenn man wieder ein bisschen zu sich nehmen kann. Dafür dann mal trotzdem vor Augen, wie viel Zeit man hier in solchen Dingen auch vergeudet. Quatsch. Und ja, gut. Stimmt, es gab noch die Flammen von Bit. Die sind tatsächlich nicht ganz. Funktionieren nicht exakt so wie die Raketen. Was allerdings auch gut ist. Wenn sie es täten, dann wäre der Kampf gegen Bit ein Vielfaches anstrengender. Und noch weniger dementsprechend wie das Original war. So blöd in die Stacheln fallen. Ignorieren. Der Gegner ist halt effektiv nur da, um einem das Zielen zu erschweren. Was anderes macht er nicht. Inzwischen denke ich mir, ja, vielleicht sollte ich dann die ganzen Herausforderungen jetzt einfach nur mit einer gewissen Anzahl an Gebieten an Abstand machen, dass die dann möglichst machbar sind. Ich meine, so viel können die uns jetzt inzwischen auch nicht mehr bieten. Der Meta ist auch nur dazu da, um die Zielfähigkeit durcheinander zu bringen. Das ist doch bescheuert. Kann man seine eigene Spielmechanik denn so einsetzen? Ja, ich meine, es gibt immer noch die andere Zielfähigkeit, aber ich finde die wahnsinnig unhandlich einzusetzen, ohne dass du dich hinstellst und bloß in die Richtung ziehst. Ja. Das finale Level dieses Gebietes, bevor wir gegen Byte kämpfen.
Ja, dass so ein Gegner runterfällt, kann man auch vorher ahnen. Ach so, da ist der Abgrund ein bisschen weiter oben, deswegen... Deswegen kann man da gar nicht so weit runterrutschen. Ist natürlich logisch. Passt auch vollkommen damit zusammen, wie Abgründe bisher in dem Spiel gehandhabt wurden. Auch das ist wieder eine sehr spielerfreundliche Art und Weise, die Gegner da einzubauen, weil ich meine, hey, ist doch vollkommen in Ordnung, wenn solche viel zu schnell fliegenden Projektile aus dem Nichts daherkommen. Guten Tag, daher. Alles gut, kein Problem. Manchmal redet man einfach. Wenn da nichts oben ist. Kannst du zurückkommen, Plattform? Danke. Ach, diese dämlichen Raketen. Und viel zu viel Schaden machen sie auch noch. Ziel verfolgen und viel zu viel Schaden. Ja, wieder so ein Gegner, der aus dem nicht sichtbaren Bereich auf mich schießt. Ist in Ordnung. Gut. Ich einen Spaß. Ready? Ah, nicht vergessen, hier kommt ja gleich der Große runter. Jetzt wissen wir das, denn wir sind ja schon mal hier gestorben. Auch schön wieder die Projektile, die liegen, wo wir nicht in der Nähe sind. Wer ist das denn erwartet? Ich mich auch. Klingt schon mal toll. Die Raketen. Sehr schön. Er schießt seine Raketen ab, obwohl er noch nicht mal da ist. Ja. Achso, go nach rechts, aber eigentlich links. Klar. Klar, logisch. Attack!
logisch, dass das Kampfgebiet da weitergeht. So, wofür habe ich die ganze Ausrüstung eigentlich? Wenn ich trotzdem mit 0, nichts drauf gehe. Ah, der schießt keine Raketen, weil er die schon geschossen hat, bevor er überhaupt runterkam. Ja. Ja, logisch. Stachelwand und wegen der kann ich da nicht einfach weitergehen. Da muss auf die tolle Plattform warten. Ja, Platz brauche ich auch nicht zum Ausweichen. Deswegen kann man da ruhig so eine Plattform schon mal stehen lassen. Auch eine sehr gute Arena. Gibt's nichts zu beanstanden. Tja, so ein Gegner auch nochmal einfach zum Heilen braucht. Was für ein Rotz. Boah, das ist gar keine Richtungsanzeige, ist ja nicht mal so schlimm. Boah. Ja, es geht einfach. So, bin ich mal gespannt, wie man Byte hier zu besiegen hat. Naja, aber das Go ist eh schon viel zu klein von der Gestalt, daher ist es relativ egal, ob es jetzt eine Richtung anzeigt oder nicht, weil es ein größeres Problem gibt. So. Der Gang war wichtig. Naja, damit kann man dann wieder rechtfertigen, wenn so Gegner wie Magma Dragoon unbedingt nochmal irgendwelche Gegner vorher brauchen.
Das ist eine große Rolle spielt. Halt, ähnlich wie Bit, dem du schon einmal begegnet bist, ist auch er ein Mitglied der Altraumpolizei. Eine Organisation, die schon in X3 auftauchte. Ja. Ah, ich verstehe. Du wusstest es also schon. Dann sag's mir nicht. Nein, dein Name ist also Rico. Rico. Du plapperst jetzt schon eine ganze Weile vor dich hin. Das tut mir leid. Also aus irgendeinem Grund geistesabwesend. Es tut mir leid für die Unannehmlichkeiten. Geistesabwesend, was? Warum? Hast du dir eine Grippe? Boah. Aber das ist sicher nicht der Fall. Es ist an der Zeit, dass du ihr die Wahrheit sagst. Dass du ihr die Wahrheit sagst? Was? Hm? Weißt du etwas, was ich nicht weiß, Spieler? Ich spreche nicht vom Spieler. Ich spreche von dir, wir. Ah, so da. Das ist richtig. Der Spieler ist sich dessen nicht bewusst. Aber wenn wir über den Grund sprechen müssen, dann liegt es an dem, was wir tun. Der eigentliche Akt der Datenkorrektur, den wir durchführen, das hat Auswirkungen auf Rico. Was? Hm? Was soll das denn heißen? Glaubst du, ich lasse zu, dass du hier weiter wie ein Geschichtenerzähler redest? Mein Schicksal ist es, den Spieler zu pulverisieren. Genau wie Bit. Du kannst in der Unterwelt nach Herzenslust reden. Ist euch nicht klar, dass ihr dazu bestimmt seid, euch gegenseitig zu bekämpfen? Spieler und Rico? Mein Name ist Bart. Und wenn ich mit euch fertig bin, gehe ich und stelle mich dem irgendwas. Auf geht's. Schau, für mich ist es die einzige wirklich relevante Waffe. Bart, eines der Mitglieder der Altraumpolizei, entworfen von Dr. Doppler. Er ist das Gegenteil von Bit, der sich auf seine unglaubliche Geschwindigkeit spezialisiert hat und ein kampforientierter Roboter mit überwältigender Kraft ist. Er greift an, indem er magnetische Minen wirft, welche die Bewegung behindern und den Gegner mit brachialer Gewalt vernichten. Die Minen tun das, nicht er, indem er den Spieler durch die Gegend boxt. Das konnte der ursprüngliche nicht. Das ist okay wegen der Waffe. Dass ich die Waffenart habe. Ich kann mir halt nicht leisten, ewig lange Schusspausen zu haben. Deswegen ist das die einzige Waffenart, die für mich Sinn ergibt. Und überspringen. Okay, was genau soll ich hier machen? Was genau soll ich bei diesem Boss machen? Im Original konnte ich... Im Original war es so, dass man halt über ihn drüber konnte. Aber jetzt setzt er auch noch Minen auf den Boden, die ich nicht anvisieren kann. Waffenwechsel. Wie ich die Minen zerlegen kann. Ich weiß, dass die Sense nicht gelevelt ist. Ich will das jetzt einfach nur ausprobieren. Andererseits, wenn sie zerstörbar wären, müsste ich sie ja auch im Flug schon
zerstören können. Nur die am Boden sind dann definitiv ein Problem. Okay, verstanden. Dreh dich doch um, meine Fresse. Ja, meine Fresse. Welche Frage? Wahrscheinlich war es eine Frage an mich selber. Was ich jetzt aber schon mal sagen kann, ist, dadurch, dass man Bosse immer wieder machen kann, kann man alles, was man zum Leveln braucht, ohne Probleme immer wieder bekommen. Ja, die Möglichkeit ist da, es dauert halt eine Weile. Dreh dich um, verdammte Scheiße! Er hat doch bei Weil auch die Sperrendinger anvisieren können. Warum hat er jetzt so ein unfassbares Problem mit diesen Minen? Ich habe verloren. Schon wieder. Ich bin überrascht, Spieler. Zu erfahren, dass seine Macht mit meiner Nemesis X konkurrieren kann. Spieler und ich haben bisher gemeinsam als Partner gekämpft und wir haben zahlreiche Prüfungen durchstanden. Böse. Als Partner zu kämpfen. Ich verstehe. Es wäre schön, wenn du das bis zum Ende aller Kämpfe durchhalten könntest. Zumindest würde ich das für deine Sicherheit hoffen. Unser Treffen wird wohl noch etwas auf sich warten lassen. Ich zähle auf die Zukunft. Ich verstehe allerdings nicht, warum er explodiert. Ich meine, beide kommen ja offensichtlich nochmal. Puh, was für ein mächtiger Feind. Das hast du gut gemacht, Spieler. Geht. Da fällt mir ein, Herr Via, du sprachst über den Grund für meine Geistesabwesenheit, bevor der Kampf begann. Worum geht es also genau? Nun, einfach ausgedrückt, es ist der Nebeneffekt der Datenkorrektur. Der Vorgang der Datenkorrektur ist derselbe wie der Angriff auf die Daten.
Zu spinnen. Komm. Mein Gott. Ich verstehe. Ich hoffe, es wird nicht noch ernster als das. Mach dir keine Sorgen. Ich halte dir den Rücken frei. Und der Spieler wird auch für dich da sein. Und er ist zuverlässiger als alle anderen, oder? Das ist richtig. Solange es den Spieler gibt, habe ich nichts zu befürchten. Lass uns zurückgehen. Ich brauche eben einen Ventilator. Moment. So. Zumindest etwas angenehmer. Ja, das Ziel haben wir natürlich nicht erreicht. Aber mal schauen, wie es jetzt läuft. Ich verstehe schon, worauf sie hinaus wollen, aber auch hier ist halt dann dieses automatische Zielen auf den Gegner wieder extrem hinderlich. Ich die Dinger am Boden ja auch irgendwie kaputt kriegen muss. Und mich zu ducken wäre ja kein Problem. Nur dieses Zielen hier aktiv zu nutzen. Ja. Schwierig. Naja, jetzt kann ich ihn wenigstens kämpfen. Ohne dass es vorher die ganze Zeit irgendwelche Gespräche gibt. Dreh dich um, verdammte Scheiße! Ja, ist ja gut. Dreh dich um. So. Boah, hätte ich für den Kampf dann wohl besser machen sollen. Allgemein wäre es wieder blöd, weil diverse Situationen halt darauf ausgelegt sind, dass du Autozielen hast. Wieder was geschafft. Mal gucken. Was haben wir denn von dem Guten jetzt bekommen? Chip. Wenn du von einem Angriff getroffen wirst, erhältst du verstärkten Schaden, wodurch der Schaden, den du verursachst, um 10,06 erhöht. Dieser Effekt kann dreimal gestackt werden. Boah. Nee. Aber jetzt nicht unbedingt eine Fähigkeit, die mir nur was bringt, wenn getroffen wäre. Stimmt ja. Die bekam man ja auch noch.
Alles Mögliche. Die Zwischendurch ganz vergessen, das mitzunehmen. Dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht so in Nöte geraten, wie ich es bin. Aber überleveln ist halt eh. Kann ich dir gerade nicht beantworten, Steve. So, hier kann man auch wieder was machen. Sehr schön. Alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Immer noch mal überlegen, ob ich irgendwann mal zu der anderen Waffe rübergehen soll, aber aktuell bin ich mit der noch sehr zufrieden. Zumal ich in die andere dann wieder so viel... Okay, das wird so weit aufgebaut. Zumal ich aktuell mit der Waffe einfach sehr zufrieden bin. Und ich kann mir die andere Waffe trotzdem mal anschauen. Scarlet Tyrant. Hübsch. Ach, das Ding hat von vornherein die Fähigkeit. Nett. Okay. Na komm, geldmäßig kriegen wir es ja hin, uns das Ding zumindest zuzulegen. Dann kann man ja immer noch gucken. Einfach nochmal gucken. Das hier kennen wir. Doppelschuss. Schwachstellen, halte mal Höhe, okay. Höhe-Schaden. Feuer als zusätzlichen Strahl, habt ihr das Gelände durch dem Wittig bei der Schwachstelle ein bisschen. Vielleicht wäre es ja doch eine Idee, da mal zu wechseln. Was kann denn dagegen meine jetzige? Das ist direkt die Angriffserhöhung. Ah. Da erhöhe ich sogar meinen Schaden, wenn ich die ganze Zeit weiterballere. Schadensrate. Ja, gut sind sie beide. Die eine haben wir jetzt schon noch ein Löcher gelevelt. Die andere mache ich dann vielleicht in einer anderen Gelegenheit mal. Wir sind in World Catfish Level und treffen da auf Flamehammer. Okay. Okay, Stromkontrollzentrum. Mal gucken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mir Kikai. Spieler, lass uns mit diesem Auftrag fortfahren. Jetzt sind wir hier im Energiekontrollzentrum. Offenbar handelt es sich um eine Stufe aus X3. Nico, geht es dir gut? Es scheint, als hättest du vor einiger Zeit bei der Korrektur von Daten einige Fragmente verloren. Mach dir keine Sorgen, Herr Via. Siehst du, ich bin jetzt voll des Geistes.
voll des Geistes. Es tut mir leid, dass du dir Sorgen um mich gemacht hast, Spieler. Aber von nun an werde ich an deiner Seite fit und gesund bleiben. Das ist die richtige Einstellung. Es wäre irgendwie nicht richtig, wenn du dich in irgendeiner Weise verändern würdest. Meinst du nicht auch, Spieler? Oh wow, du teilst auch seine Gefühle, Spieler? Ich danke euch beiden so sehr. Unabhängig davon ist es eine unbestreitbare Tatsache, dass die Aufgabe der Datenkorrektur Rico in gewisser Weise beeinflusst hat. Nach dem, was ich über dich weiß, Spieler, ich vermute, dass du Zweifel daran hast, ob wir weitermachen sollen. Wovon redest du, Herr Via? Das Korrigieren und Reparieren des Deplogs, der Schutz der besonderen Fragmente dieses Spielers, irgendwas, und nicht von entscheidender Bedeutung sind. Nicht nur das, ich habe mich vollständig erholt und bin wieder mein altes, energiegeladenes Ich. Sollte dich also nicht zurückhalten und stattdessen einfach weitermachen. Spiele. Gut gesagt. Es tut mir leid, es scheint irgendwas. Ich habe schließlich großes Vertrauen in euch beide. Okay, wir geben jetzt zwei Gegner. Ja, wer erinnert sich nicht an die Augen, die bereits in World Catfish's Level aufgetreten sind? Okay, der neue Gegner. Richtig toll gemacht. Autsch. Aua. Wegen solcher Abschnitte ist automatisches Zielen halt leider sinnvoll. Genau wegen so einem Kram. Weil der Gegner außerhalb der Sichtweite sein können, die automatische Zielerfassung schon sieht und dann zerstören kann, aber du halt nicht. Dann könnte ich das halt übertüppeln. Lass mich in Ruhe, ich will einfach nur zocken. Kamera. Den Gegnern erwischen. Nerv mich nicht, Auge. Puh.
Gut, damit kann man sich die hier so vom Hals halten. Auf den Gedanken eben kamst du wahrscheinlich genau deswegen, oder Steve? Auf deine Aussage bezüglich, deswegen spielst du gerne mit anderen Waffen. Tolle Idee, so ein fester Aufzug, kombiniert mit Projektilen, denen man irgendwie ausweichen muss. Ach so, das nervt. Ja. Ach, du willst sagen, andere Waffen haben das gar nicht. Ja, okay, die Streuerwaffen wahrscheinlich natürlich. Nicht, weil die dann halt einfach eine große Menge an Schüssen in den kompletten Raum setzen. Ja gut, da will ich dann aber schon gezielt effektiv angreifen können. Ich muss mir nur mal Arm. Warum habe ich denn so wenig Kontrolle über meinen Sprung, meine Fresse? Was sich geändert, aber irgendwie fühlt sich meine Fallgeschwindigkeit jetzt extrem schnell an.
glaube, das waren keine 30. Nahkampfwaffen. Hm. Ja, spätestens wenn diese Augen da sind, kann ich schon nachvollziehen, warum man Nahkampfwaffen nimmt. Auch wenn der Effekt ja nicht von vornherein klar ist. Hat schon befürchtet, dass es das Problem geben würde. Und nochmal den Spaß. Aber jetzt halt ohne Fragmente. Wobei ich jetzt gerade eins liegen gelassen habe, glaube ich. Ja, immer schön ins Magazin leer ballern, dann kriegen wir einen Schadensbonus. Mhm, ist gleich. Das Ergebnis sieht doch schon besser aus. Ich sollte auch mal gucken. Siegel offen lassen. Ja. Okay. So. Muss man alles haben. Gönn. Sehr schön. Mhm. Wieder mal unterlevelt. Aber vielleicht geht das Level ja noch. Schauen wir mal. Ach, dieselbe Idee wieder. Nee. Ja, da müssen wir hochfahren. Das ist eine Anlehnung an das Originallevel, wo dann ganz oben früher mal ein Herzcontainer war. Reagiert auch alles total verzögert. Und manchmal überhaupt nicht. Okay, spätestens hier hätte ich mir dann überlegen müssen. Okay. Die Stacheln haben keinen Schaden gemacht. Damit kann ich leben.
ich nicht leben kann, beziehungsweise möchte, ist, dass die Kamera hier mal wieder nicht will. Wir haben halt die miese Kombination aus der Plattformgeschwindigkeit, die viel zu hoch ist. Dafür, dass einem solche Projektile entgegenkommen. Ah, komm schon. Natürlich, vorher kriege ich keinen Schaden, den habe ich mir dafür jetzt abgeholt. Danke für nichts. Ugh. Kamera. Sprengradius ist wichtig. Mensch, die Geschwindigkeit der Projektile von diesen Soldaten ist ja richtig akzeptabel. Ja, 30% haben wir natürlich wieder nicht geschafft, aber ist alles immer ein Stück einfacher, wenn man die Fragmente außer Acht lassen kann. Wenn man dann nicht irgendwelche Umwege gehen muss. Ja, ja, wir leveln gleich wieder auf. Ja, mal kurz zeigen, ich habe hier übers Lager dann immer wieder Fragmente von Bit verkauft. Ist logischerweise keine mehr da. Aber ich habe Bit trotzdem über 5 Sterne gebracht. Das wollte ich ihm gönnen. Welche Schottfläche. Toxic Seahorse immer schön mitnehmen. Sein wertvoller Begleiter. Tja, weiterhin. Scarlet Tyrant. An sich nicht schlecht, aber wir haben halt jetzt Purgatory schon soweit gelevelt. Die sind dann hier da. Ich kann hier nichts mehr verbessern. Das ist ja grandios. Super. Wie viele Grenzen sollen denn hier noch? Sollen sich hier denn noch zeigen? Mein Gott. Unsere Rüstung ist natürlich auch schon lange wieder veraltet, weil wir längst. Wie viele Stufen drüber sind? Ich glaube, ich trage jetzt die 80er. Ne, die 70er. Wir sind bald bei Level 100. Ah. Schnelllebigkeit. Nervig. Ja, sehen Sie, könnt ihr theoretisch auch mal mit irgendwas ausrüsten. Noch dazu ein völlig unrealistischer Abprallwinkel für die Projektile, wo ich es gerade sehe. Das Ding sollte da nicht wieder nach oben können. Außer es prallt am Aufzug ab, was aber auch keinen Sinn ergibt.
Du hast halt keine Reaktionszeit. Und zu merken, ach, da kommt ein Projektil daher, sollte ich ausweichen. Da sollte die Kamera halt dann schon so ein Stück vorgehen, damit du als Spieler genug Zeit hast zum Reagieren. Aber das macht sie eben nicht. Ja. Haben wir das Ziel auch erreicht. Es tut mir auch ein Stück weit leid, dass ich mich hier halt hauptsächlich durchschlage, aber... Das andere fühlt sich halt auch nicht an. Spieler, wie üblich, wenn wir hier aufhören, berührte das S hätte erscheinen müssen. Rico. Hey Rico, sei nicht so nachlässig bei deiner Arbeit. Pass auf, Spieler, das ist deine Antwort von mittleren irregulären Daten. Man denkt, man hat sich verlesen, aber tatsächlich ist der Text einfach falsch. Das ist aber nicht nett, was du über mich sagst, Herr Villa. Das muss ein Nebeneffekt der Rattenkorrektur gewesen sein. Boy. In Ordnung, das reicht. Hör auf, Nebenwirkungen als Entschuldigung für alles zu benutzen. Boy. Sei vorsichtig. Ja. Hey, das ist ziemlich gemein von dir, Herr Via. Was ist aus dem fürsorglichen Herrn Via geworden, der sich während der letzten Etappe so eindringlich über meinen Zustand geäußert hat? Ha. Sieht's aus, als bräuchte ich mir keine Sorgen um dich zu machen, wenn du die Energie hast, so schlagfertig zu sein. Solche Scherzkekse. Oh nein. Die Gatling-Gegner sind wieder da. Mehr davon? Wusste ich natürlich, dass sich das Ding darüber bewegen würde. War ja auch logisch. Oh, meine ganzen besten Freunde sind wieder da. Wow, toll. Gatling-Gegner und die Säuresprüher. Sehr wahrscheinlich schon ein Fragment verpasst. Was kommt jetzt? Oh ne, bitte nicht Rex nochmal. Ach, das Ding nochmal. Okay, einen größeren. Ach nee, das Schwert. Schau mal, na guck. Okay.
Okay, interessanter Angriff. Funktioniert soweit auch, würde ich sagen. Der ist halt auch nicht so ohne Ankündigung wie der Stern. Okay, das war ein bisschen fies, aber ging noch. Man hat genügend Zeit zum Ausweichen. Gut, man muss halt das Original ein bisschen kennen, um zu wissen, was man von dem Gegner zu erwarten hat. Daher. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig, wenn man den Gegner so überhaupt nicht kennt. Wird man nicht unbedingt erwarten können, was der Gegner kann. Für Leute, die X2 gespielt haben, ergibt das Muster natürlich komplett Sinn. Wieder wegen den 30% rein, huh? Ich glaube, uns fehlt eh noch ein Fragment. Ich weiß nicht, was der Rennmodus ist. Aber es klingt unangenehm. Ja, viel Tanz. Jupp, dachte ich mir. Ich hab's vergessen. Ist doch gut. Und ich habe noch einen Gegnerraum vor mir. Ja, ist doch. Weiß ich ja zu schätzen, dass du das nicht vorweggenommen hast. Solche Dinge möchte ich nicht wissen. Die will ich herausfinden. Ha!
zieht sich halt wie Kaugummi. Ah, weil der Gegner so viel aushält. Weil ich was übersehe, dass ich die Dinge mit der Sense zerstören kann oder mit Nahkampfwaffen. Ja gut, ich meine, im Originalspiel brauchst du eine Waffe, um sie zerlegen zu können. Zumindest mit meiner zweiten Waffe probieren ist dann schon logisch. Insbesondere, wenn sie mir so in den Weg gelegt werden, dass ich halt gar nicht mehr daran vorbeilaufen kann. Spätestens dann muss es ja irgendeine Lösung geben, wie man sie aus dem Weg räumt. Die Orangen hast du ja dann wegschießen können, aber die Blauen, die bewegen sich ja nicht vom Fleck. Die fangen nur an sich zu drehen, wenn du sie von links anschießt. Naja. Naja. Oh, ganz toll. Wir haben wieder Gegner gegen die automatische Zielerfassung, huh? Ganz toll, Spielersteller. Ganz toll. Ach, komm schon. Ausweichen wir da nicht hin. Ja, komm, dann machen wir es halt so. So, bitte. Danke. Oh, ein Aufgang kommt jetzt wieder Kristallgegner. Sehe ich zur Abwechslung nicht. Ja, da bin ich ja dankbar. Gesagt, ganz dankbar dafür, dass Gegner nicht einfach mit Bildschirmverschiebung wieder erscheinen. Ich wollte tatsächlich gerade sagen, mit den Kristallgegnern wäre es ein bisschen schwierig, wenn dann noch der Bildschirm, wenn da noch die Kamera festgehalten würde. Wenig später war es dann so. So klar, dass die Gegner wieder da sind. Gott, geh mir die auf den Keks. Die waren im Original nicht annähernd so schlimm. Da waren aber die Projektile auch nicht so riesig. Man hatte mehr Platz zum Ausweichen. Ich habe hier ständig dieses Gefühl von X5 damals. Dass sich alles so extrem schlauchig anfühlt. Man einfach nirgendwo Platz hat. Okay.
Ach, dann zielst du auf den anderen Gegner. Ja, klar. Warum schaffe ich es denn nicht, diesen Projektilen auszuweichen? Die erinnerten tatsächlich die Projektile der Gegner zurück. Speziell. Aber gut, dass man die Gegner wenigstens treffen kann, auch wenn sie dann außerhalb vom Bildschirm sind. Ich weiß nicht, die Gegner, ob die dir da oben Ärger bereiten. Die sind komplett unwichtig. Hab ich gesehen. Keine Ahnung, was da war, aber es ist weg. Ich hab's erfolgreich vergiftet. Oh. Nett. Projektile sind schon den halben Bildschirm durch, bevor die Gegner überhaupt da sind. Denn meine Projektile nicht diese Durchschlagskraft. Ich wäre nicht dazu in der Lage, diese ganzen Gegner zu besiegen. Die Durchschlagskraft meiner Waffe ist absolut essentiell. Sonst käme ich da nicht durch. Unfassbar. So, Fragmente haben wir alle. Sehr schön. So, bevor wir gleich wieder gegen die Wand rennen. Okay, sind wir ja bald. Hier geht ja nichts mehr. Das ist ungemütlich. Das ist äußerst ungemütlich. Fällt mir gar nicht. Tja, jetzt bekomme ich hier natürlich nicht mehr so viel, weil die Herausforderungen nicht angehe. Aber das machen wir erst, wenn wir ein bisschen stärker sind. So. Essen, wen kriegen wir diesmal? Mega Man mit Eggman? Bin nicht sicher. Seine. Der eine Axe, den wir gekriegt haben, ist aus irgendeinem Grund der von Rising Fire, also die Waffe von Magma Dragoon. Warum auch immer genau diese eine Waffenauswahl so relevant ist, aber die fiel offenbar jemandem.
Ich habe schon wieder Augen gesehen. Autsch. Ja, das war nicht das Spiel von mir. Fragment. So, jetzt kommen wir zu der Passage kurz vom Boss, oder wie? Also im Original. Der war schon weg. Uff. Oh, toll. Sprühe ohne Gift. Dann das andere. Jetzt mit Eis. Welcher Entwickler hat sich eigentlich gedacht, Mensch, die Mechanik aus Cyber Peacocks Level, das war eine der besten der gesamten Serie, die bringen wir wieder zurück. Ach, natürlich ist das eine Kampfarena, was dachte ich auch. Oh Gott, bleib mir doch mit diesen dummen Sprühergegnern weg. Braucht keiner. Mensch, ob hier ein Fragment sein wird. Wobei, wenn der Raumaufbau hier kann es beides sein. Ganz auch genauso gut. Einfach weitergehen. Nochmal, weil es so da war. Ja, ja, ja. Oh, der Gifteffekt ist halt so ziemlich das Beste, was man gegen Gegner mit Schilden machen kann. Kannst du deren Schild effektiv ignorieren? Okay, die tauchen auf und schießen erstmal. Wie darf ich das verstehen? Ich höre das Geräusch und weiß schon, muss ich aufpassen. Das ist Schaden im Verzug. Ach, natürlich habe ich da rechts von mir eine Wand. Ganz offensichtlich. Ah. Geht's nicht hoch? Ganz sicher? Okay. Mensch, ist da gleich für einen Gegner komme ich, die Raketen schon sehen.
Sprüher. Hallo komisch diagonal fliegender Gegner. Oh Gott, ja. Dann übertreibt halt wieder komplett mit den Gegnern. Ist das ein Rotz? Ja, ergibt absolut Sinn, solche Gegner in so einen Gang reinzumachen. Klar, weil man ja auch keinen Platz braucht bei diesen Gegnern. Und das ist wieder ein Level, wo es dann... wo man sich dann gedacht hat, ja, das ist ein 5-Minuten-Level, eindeutig. Das ist keiner länger dran als 5 Minuten. Wieder der Zusatzschaden von der Rakete erwischt, oder was war's? Ja, der Gegner fliegt natürlich genauso durchs Bild durch. Ja, ich kann toll ausweichen hier so in der Ecke. Das ist alles hier halt immer noch alles so eine Heilung, ne? Möchte ich mal nochmal betont haben. Geht ja alles gerade noch ohne Heilung vonstatten. Ah ja, so hat man sich den tollen Gegner gedacht. Was ist... was machen diese Projektile da? Und wo ist... ja. 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 Dürfen wir gleich nochmal durch. Was ein Rotz. Was für ein großer Rotz. Ich muss mir jetzt mal auch anschauen, wie man das mit diesen Karten macht. So. Können die... du hast keinen Flammenwerfer. Nicht in dem Sinne. Du kannst lediglich eine Flamme nach oben schießen.
E-Leveln. Noch einen Stufenanstieg dann. Sind wir wieder ein Stück weiter. So, sagen wir, wir wollen jetzt das Ding nehmen. Achso, ah. Das sind die Effekte. Von dem Futter? Was ist denn ein Futter? Okay. Das klingt doch schon mal gut. Ich hab das Ding jetzt gelevelt. Kinikwanna, kisama kara kill to shiyou. あの世でせいぜい尻尾を振っている。 Wenn ich das Ding jetzt nicht haben möchte. Okay. So. Also um das dann zu aktivieren, muss ich noch zwei der jeweils anderen Farben. Okay. Ist jetzt gespeichert. Okay. Bosskiller klingt schon mal. Brauchen unterschiedliche Konfigurationen, damit die Fähigkeiten greifen. In dem Fall brauchen wir Rot, Gelb und Blau. Das heißt, wir schauen jetzt bei den Gelben, was sie da haben. Wir wissen davon unsere Werte. Okay. Schwarzer Pfeil für eines Verringen. Schwarzer Pfeil haben wir nicht. Nein, wir schauen darüber. Schadensreduktion haben wir nicht.
heißt. Nehmen wir halt das Ding. So, dann wollen wir jetzt da das nehmen. Speichert. Brauchen wir noch blau. Auch anschauen. Nein, denn das geht natürlich hier nicht. Okay, wir brauchen jetzt noch eine blaue. Dann haben wir drei davon. Aufladungsschuss haben wir nicht. Okay, das klingt nicht verkehrt. Der braucht ja auch wieder. Was dafür? Ja, aber bei ihm wäre es dann genau die Kombination. Ja, dann nehmen wir wohl X. Das habe ich ja auch verstanden, worauf die hinaus wollen. Man kann sich halt hier einfach ein Set zusammenstellen. Okay, das heißt, wir machen jetzt extra Schaden gegen Bosse. Klingt gut. Das haben wir jetzt so, ne? Ja. Gut, heißt aber, wir können jetzt diese Karten auch noch mal leveln. Der Grün hat ihn. Oh Gott, oh Gott. Das Einschalten in dem Fall bedeutet. Das ist jetzt unser Hauptding. Also lohnt sich's ja, das zu leveln. Okay. Ich mache hier potenziell wieder irgendwas Dummes, aber ich probier's jetzt einfach mal. Wird der Boss schlechter auch mal besser, oder?
Ach, das hat nicht mal unseren Kampfwert erhöht. Okay. Was auch immer? Ich hab doch keine Ahnung. Ich will hier doch einfach nur irgendwie vernünftig durchkommen. Es nervt einfach, dass ich mich viel zu sehr darauf konzentrieren muss, hier die richtige Konfiguration zu haben, um überhaupt genug Schaden anrichten zu können, um durch die Level durchkommen zu können. Statt dass ich mich nur darauf konzentrieren muss, durch die Level halt technisch durchzukommen. Das geht auf den Senkel. Ich würde mich halt gerne aufs Wesentliche konzentrieren und das wäre durch das Level durchkommen. Also spielerisch durchkommen und nicht nur mache ich genug Schaden, wo kann ich noch irgendwas verstärken. Ich würde halt gerne einfach zocken können und nicht viel irgendwelche Wirtschaftsentscheidungen treffen müssen. Na, jetzt wäre ich halt wieder in der Ecke zusammengepfercht. Drüben ist übrigens ein Gegner. Ich dachte, ich sag dir mal Bescheid. Selbst hast du sie ja nicht mitgekriegt, offensichtlich. Willst du bitte umvisieren? Kann mir jemand verraten, warum diese Projektile hier einfach durchglitschen? Da! Das Projektil sollte nicht so fliegen. Das ergibt keinen Sinn. Immer das kriegen sie hin. Enttäuschend. Gut, das wäre die Herausforderung. Es fühlt sich halt nicht so an, als hätte ich irgendwas geschafft. Es fühlt sich hauptsächlich so an, als hätte ich halt Glück gehabt. Ich hatte Glück, dass die Gegner genau in dem Moment so positioniert waren, dass ich halt nicht in der Ecke einfach komplett zerschossen wurde. Das ist das, was ich wahrnehme. Autsch. Danke, dass ich mal wieder vom Projektilen aus dem nicht sichtbaren Bereich getroffen werde. Keine Ahnung, ich meine, das ist jetzt nicht nur eine Krankheit, die Mega Man betrifft, das ist auch bei anderen Spielen der Fall.
Wer ist ernsthaft der Meinung, dass in solchen Fällen... Also in solchen Fällen richtig wäre, Gegner schon von da aus schießen zu lassen. Tja, wenn ich Pech hab, gehe ich halt jetzt gleich wieder drauf. Weil ich in der Arena nicht so viel dagegen machen kann, dass ich Schaden krieg. Ich habe hier nach rechts keinen Platz. Nach rechts, wo Gegner daherkommen. Wenn von links so eine ganze Armada auf mich zukommt. Wo soll ich denn hin? Wo soll ich ausweichen? Wo ist mein Platz, wo ich hier vernünftig ausweichen kann? Sagt es mir. Wenn von links die ganzen Gegner kommen, über mir eine Wand ist. Hier. Ja, was soll ich da machen? Schon nachgeschaut. Ich weiß es nicht. Ja, da oben. Habe ich wohl dann vorher irgendwann eingesammelt und später dann vergessen. Das Ding wäre schon wieder in der Wand dran. Emulator, okay.
Aber warum? So, gut. Ja, Flame Mammoth machen wir noch. Das soll es dann aber auch für den Moment wieder gewesen sein. Na, mal gucken, wie viel Schaden wir an dem Guten anrichten und wie er funktioniert vor allem. Ciao. Ach so, weil ich gesagt habe, es soll es dann gewesen sein. Ja, wie gesagt, Flame Mammoth machen wir schon noch. Ui, guck mal, Platten, die normalerweise unter Strom stehen würden, aber tun sie halt hier nicht. So lang war der Gang zu Old Catfish damals aber auch nicht. Aber naja, Dimensionen. Details. Ei. Und ich habe mich gefragt, wer meine Besucher sein könnten. Es ist nur ein Jäger der B-Klasse, wie ich sehe. Das ist nicht richtig. Wer könntest du sein? Das heißt Flammenmammut. Was macht ihr hier im Machtkontrollzentrum? Machtkontroll? Ja, wer den Strom hat, hat die Macht. Und... Oh, ich darf sogar vorlesen. Ha, genau das will ich wissen. Pass auf hier. Ich kann dich jederzeit aus deinem Elend befreien. Pass auf, damit du nicht von mir zertrampelt wirst. Ich würde gerne sehen, wie du es versuchst. Flamme Mammut. Flame Mammut, Entschuldigung. Aber bevor du das tust, musst du dich mit dem Spiel auseinandersetzen und spiel erst jemand, den du nicht unterschätzen solltest. Das ist genau richtig, Herr Wir. Spieler, auf geht's! Dafür, dass du so schwach erscheinen, du reden ganz schön viel. Ich hab's nur fortgesetzt. Ich werde dich mit meinen Füßen zertreten und zermalmen. Los geht's! Flame Mammoth, der ehemalige Anführer der vierten Landeinheit der Murray-Jäger, das Flame Mammoth, hat über die Jahre in den Wüstenregionen gekämpft. Er ist stolz auf seinen enormen Körper und speichert eine große Menge Kerosin in seinem Bauch. Mit Zündvorrichtungen in den Händen ist das Flammenmammut in der Lage, mächtige Kombinationsangriffe mit Kerosin und Feuer auszuführen. Bin gespannt. Das ist auf jeden Fall der aus Ex-Maverick Hunter. Okay. Au. Also der Schlammert, also das Kerosin, das er wirft, hat der eigentlich keinen Schaden gemacht im Original. Das hat er einfach langsamt, aber Schaden meine ich nicht. Würde wahrscheinlich eher auf Ex-Maverick Hunter basieren und nicht auf dem Original Mega Man X. Mal schauen, dass ich durch die Gänge hier schnell durchkomme. Wir müssen ihn ja schnell besiegen. So einfach stupide. Spielen, indem man Zeitabverlangen irgendwelche Wartesequenzen einbauen. Ach ja. Klappe. Okay.
Warum erwischt mich das? Meine Fresse. Okay, ich darf nicht springen. Das Zeug macht Kontaktschaden. Der kann effektiv den kompletten Boden einfach mit Schaden volldecken. Egal, Maverick Hunter X, Entschuldigung. Klingt mir schon wieder nach einem nicht allzu durchdachten Boss, der den ganzen Boden einfach vollkleistern kann. Ich meine, vorher gab es ja noch Sinn, damit er so das wirft und dann hinspringt und dann anzündet, ist ja alles in Ordnung. Dass er dann drei Schüsse abfeuert und der dritte ist dann gezielt auf uns, alles kein Problem. Das ist alles nach einer guten Taktung. Also wenn er jetzt den kompletten Boden in sowas verwandeln kann, dann kommt mir die Arena auch ein bisschen klein vor. Müsste da ja auch irgendwie davon kommen. Ich wollte gerade sagen, das Zeug darf auch wieder aufhören zu brennen. Warum hat das Zeug überhaupt eine Kollision? Au. Au. Warum macht das Zeug so viel Schaden? Ja, und jetzt? Der Bosskampf ist nicht gut gestaltet. Der ist nicht gut gemacht. Sehe ich das richtig, dass ich von Flammermoth nicht mal irgendwas krieg? Keine Bauteile? Fragmente? Okay. Vielleicht, wenn man ihn schon mal besiegt hat. Er fühlt sich auf jeden Fall nicht gut an bisher, der Kampf. Definitiv nicht. Auch, dass dieses Kerosin, diese Batzen meine Schüsse blockieren können. Weil die es in dem Grund Schaden nehmen können. Oder ist das wieder so eine Sache von... Also mit Schwert geht es schon mal nicht weg. Ich würde ja nichts sagen, wenn das Feuer rechtzeitig aufhören würde, aber so. Natürlich hält das Feuer meinen Schuss auf, was auch sonst. Das Feuer darf auch wieder aufhören, meine Fresse.
Also wenn der originale Kampf gegen Flame Mammoth im Mega Man Maverick Hunter X auch so funktioniert, dann ist der in der Neufassung echt bescheiden. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der in der Neufassung furchtbar ist. Ich kann mir lediglich vorstellen, dass er hier wirklich schlecht nachgemacht wurde. Nach den Veränderungen am Bitboss-Kampf würde es mich halt nicht wundern. Der Bitboss-Kampf ist ja nicht das schlechteste Beispiel für einen Bosskampf in dem Spiel. Will ich nicht so sagen, aber verglichen mit seinem Original merkt man halt doch deutliche Unterschiede. Vor allem, weil das Original halt wesentlich mehr auf diesem Durchstürmen durch den Raum basiert hat, als auf den Projektilen, die er geworfen hat. Die waren halt zusätzliches Ärgernis dazu, dass er halt immer wieder von einem selber durch den Raum geflogen ist. Die Kombination machte es halt schwierig. Wie riesig sind diese Batzen eigentlich? Wechselst du bitte mal das Ziel? Meine Fresse. Was genau hat mich jetzt erwischt? Klar, unter einem kurzen Sprung komme ich dann auch nicht mal mehr vernünftig durch. Das ist ein Blödsinn. Boss schlechter merke ich noch nicht so viel. Klappe zu. Ja, aber ich werde es nach dem Versuch dann auch so dabei bewenden lassen. Weil du wirst zwar nicht mit Stift und Papier weitergehen. Aber wir haben was anderweitiges vor. Da möchte ich zeitig da sein. So, wenn jetzt das Feuer aufhören würde. Ja, alles gut. Dann wäre das sinnvoll getaktet. Aber tut's halt nicht. Es brennt einfach nur ein Stück weiter. Spielchen. Wenn das Feuer jetzt aufhören würde, ja, alles gut. Zum Glück sind die Batzen nicht viel zu groß für die Arena. Da konnte ich viel machen, weil ich so richtig viel Platz hatte. Dank der Feuersäulen. Und schön, dass der noch eine Attacke hat, bei der er einen packt. Ja. Probieren wir mal anders weiter. Keine Ahnung, Mann. Heute voraussichtlich nicht mehr. Vielleicht morgen, je nachdem. Für den Moment bedanke ich mich bei den Wesen auf Twitch und auf YouTube fürs Zusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao und einen schönen Abend.